Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir diesmal The Talos Principle. Das ist ein Puzzlespiel mit so einem römisch-griechischen, ja eigentlich eher griechischen Setting. Und wohl einigermaßen philosophischer Hintergrundgeschichte, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Und ich weiß noch nicht besonders viel über das Spiel. Ich habe einige Minuten YouTube-Videos gesehen von anderen Leuten, die das gespielt haben, und ich habe die ersten 30 Sekunden des Spiels gespielt, um die Grafikeinstellungen einzustellen. Sonst habe ich noch überhaupt nichts gesehen. Und ich habe das Spiel diesmal ausnahmsweise auf Deutsch gestellt, obwohl ich normalerweise lieber auf Englisch spiele, also in der Originalsprache spiele. Aber das soll wohl relativ viel Text haben. Probieren wir deswegen jetzt einfach mal auf Deutsch aus. Ich möchte nicht die Demo starten, warum auch immer, dass die hier im Spiel gibt, wenn ich sie schon eh gekauft habe, sondern das Hauptspiel, neues Spiel. Mein Checkpoint geht verloren, ja, furchtbar. Der war auch so weit. Moment mal, das ist überhaupt nicht deutsch. Hat mich angelogen. Ladekindprogramm. Systemüberprüfung. Bestanden. Nein. Ich denke mal, diese technischen Dinge hier, die nur Flavor sind, haben sie nicht übersetzt. Ja, wir sind ein Roboter, nämlich. Unser Hauptcharakter ist ein Roboter, das sieht man jetzt hier nicht, aber weil ich in der Ego-Perspektive bin, aber ich bin ein Roboter. Irgendwie kann ich auch in die Third Person, glaube ich. Siehe, mein Kind, du bist aus dem Staub auferstanden und nun wandelst du in meinem Garten. Höre nun meine Stimme und wisse, dass ich dein Erschaffer bin und mein Name ist Elohim. Suche mich in meinem Tempel auf, wenn du dich würdig erweist. Alles klar, mein Freund. Elohim also, der Erschaffer, der hat mich vielleicht gebaut. Ja, ich bin ein Roboter, ich weiß noch nicht, warum ich hier zurückspulen kann. Okay. Die Taste kriegt man vielleicht später erst erklärt. Ich habe sie jetzt gerade durch Zufall gefunden, als ich versucht habe, eine Taste zu finden, die mich in den Third-Person-Modus bringt. Die habe ich aber nicht gefunden. Geht auf jeden Fall im Menü. Mache ich jetzt auf jeden Fall nicht. Im Moment möchte ich mich durch meine eigenen Augen sehen oder so ähnlich. Statue ohne Kopf. Klassisch römisch. Das haben die gerne gemacht. Statuen ohne Köpfe bauen. Gut. Ja, jetzt sind wir fast so weit, wie ich es gespielt habe. Ich muss nur noch durch dieses Tor hier. Yippie! Und jetzt bin ich auf vollkommenem Neuland. Ich nehme mal an, ja, hier kann ich nicht durch. Was ist eine Wand? Ich kann auch nicht drüber springen, aber ich kann springen. Kann ich mich ducken? Ah, ich kann sprinten. Okay, interessant. Und ich kann hier zurück? Ja, okay. Gut, dann müssen wir hier irgendwie anders außenrum. Aha, ein Objekt. Jammer, ein Jammer. Okay. Jammt der Jammer das Ding? Jawohl. Kann ich den wieder mitnehmen? Oh, oh, das ist ja gemein. Mein Charakter läuft automatisch raus, wenn ich das Ding nehme. Guck, ich klicke und er läuft raus. Das ist aber gemein. Okay. Die wollen nicht, dass man Jammer wieder mitnimmt. Habe ich verstanden. Werde ich nicht nochmal versuchen. Erfolgreich kalibriert bin ich. Okay, das Ding sieht böse aus. Ich weiß nicht, ob ich dem in die Hände laufen möchte. Ich kann es ja mal ausprobieren. Soll ich es mal ausprobieren? Ich bin immer neugierig. Am Ende verpasse ich irgendwas, weil ich... Ich schau mal, was passiert. Also, der mag mich definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob er mich erschießt oder so. Aber ich denke mal, ich muss ihn jammen. Mal gucken, ob das hier geht. Oh. Okay, der sprengt mich in die Luft. Und deswegen haben wir das Zurückspul-Feature. Alles klar. Habe ich verstanden. Und ich habe auch verstanden, dass die Spieldesigner hier sich Mühe gegeben haben, dass man das Spiel nicht austrickst und Dinge, die man benutzt hat, um irgendwas zu jammen, wieder mitnimmt. Oder? Hey, Moment mal. Ja. Oh. Ach so, und das ist ja... Okay, es tut mir leid, dass ich jetzt hier so... Offensichtlich kann man hier viel schneller voran, aber ich bin immer so jemand, der gerne ein bisschen experimentiert, wenn er doofe Ideen hat. Ich nehme mal an, dass dieses Tor hier, ähnlich wie bei Portal, meine Items zerstören, wenn ich durchlaufe. Habe ich recht? Ja.
Was zerstört sie nicht, es setzt sie vorne drin ab. Alles klar. Gut, das heißt, ich kann auch nicht zurück die Tür mit diesem Jammer jammen und den anderen Jammer mitzunehmen. Habe ich verstanden. Es gibt ja Spiele, wo solche Tricks einfach zum Tageswerk gehören. Das Ding da oben sieht so aus, als würde es auch auf alles schießen, was in seinen Radius kommt. Ich möchte also nicht in seinen Radius kommen. Aber hier funktioniert es doch, oder? Ich nehme noch den zweiten Jammer. Jammer das Ding. Nehme den Jammer. Und dann habe ich zwei Jammer. Das könnte mir noch nützlich werden. Vielleicht ist das ein extra Rätsel, man weiß es nicht. Aber schon gut, dass es möglich ist. Okay. Ich kann das auch auf diese Reichweite noch stören. Also hier zum Beispiel ums Eck rum. Ja, am Ende brauche ich den zweiten Jammer gar nicht. Das ist ja erst noch hier das Tutorial-Level, nehme ich mal an. Während ein Objekt getragen wird, ist Klettern nicht möglich. Äußerst realistisch, das Spiel. Äußerst realistisch. Ich habe das Gefühl, es ruckelt ein bisschen, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass ich halt nebenher aufnehme. Was eigentlich ein bisschen schade ist, ich habe die Grafikoptionen schon ein bisschen runtergedreht. In diesem Land habe ich für dich Prüfungen erschaffen und in jeder habe ich ein Siegel verborgen. Es ist deine Aufgabe, diese Siegel zu suchen. Denn hierdurch wirst du den zukünftigen Generationen dienen und das ewige Leben erlangen. Okay, ich soll Siegel suchen, um zukünftigen Generationen zu dienen. Na toll. Ein Barcode. Ich befinde mich in einer Welt voll von unmöglicher Architektur und unerklärlichen Maschinen. Ich kann nicht verstehen, wie all dies funktioniert, und ich habe panische Angst, einen Fuß vor den anderen zu setzen, damit ich nicht durch den Boden falle. 1B Faith V10100000. Ist das so eine Computerversion der Bibel? So mit dem. Mit der Unterschrift sieht so aus wie so ein Bibelvers-Referenz, nur auf, ja, Computer getrimmt. Ich möchte jetzt noch rausfinden, wo diese Leiter hinführt und meinen zweiten Jammer holen. Wer weiß, ob ich den nicht doch noch brauche. Möglicherweise werde ich aber auch einfach erschossen. Ups. Oh nein. Oh nein. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Und das war ein bisschen arg weit zurückgespult. Muss ich das... Und wo ist mein Jammer hin? Hey! Hey! Das Spiel verarscht mich. Was hat mir meine Jammer geklaut? Boah! Boah! Das ist fies. Warum war denn diese Leiter da? Warum soll ich denn da zurückklettern? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na toll, jetzt habe ich meinen Jammer verloren. Na gut, was soll ich machen? Dann spiele ich halt weiter. Aber jetzt bin ich schon ziemlich unzufrieden hier. Ich kann die Zeit zurückspulen und verliere meine Items. Puh. Bestimmt komme ich gleich an eine Stelle, wo ich einen Jammer hätte gut gebrauchen können. Ah ja, hier geht's zur Tetris-Welt. Hier geht's auch zur Tetris-Welt, aber mit mehr Gelb. Nutzen. Ach so, ich brauche Tetris-Steine, um hier weiterzumachen. Alles klar. Okay. Noch ein Tetris-Stein. Noch mehr Tetris-Steine. Jetzt ist das nach Schwierigkeiten-Level aufgeteilt. Die gelben sind schwieriger. Naja, gut. Ich denke mal, so als Noob, fange ich doch mal ganz drüben an. Hier gibt es eh die Steine, die ich brauche. Okay, machen wir es flott. Hindurch hier. Ein unerreichbarer Schalter. Da ist ein Gegner. Teilweise ist bei diesem Spiel auch die Schwierigkeit, glaube ich, einfach sich nur die Übersicht zu schaffen, was es alles gibt. Es sind immer so viele Ecken und Kanten und Wege. Man muss überall gucken, dass man nichts verpasst. Das hier sah aus wie eine Tür, ist aber keine. Hier ist ein Jammer. Hier hinten drin ist nix. Ich mag meine Puzzlespiele etwas puristischer. Nicht, wenn ich meine Jammer erst suchen muss. Also wirklich. Ich kann das jammen? Ja, kann ich. Ist das jetzt so ein Ding, wo ich einen zweiten Jammer brauche, um zurückzukommen und meinen anderen Jammer zu holen? Ach nee, der war ja gar nicht so unerreichbar. Okay. Das führt da drüben hin und schaltet das Ding ab, nehme ich an.
Ja. Das war richtig. Dann kann ich jetzt an dem Kerl hier vorbei. Jamedin und sprinten wir ein bisschen. Ha! Super easy. Die Formen, die du sammelst, sind mehr als bloße Spielzeuge. Sie sind die Siegel unseres Namens. Jedes einzelne bringt dich der Ewigkeit näher. Okay, also der Erschöpfer, Erschöpfer, was rede ich denn eigentlich? Der Schöpfer hier hat offensichtlich ein Tetris-Fable. Kein Problem, warum nicht? Nummer 2, in der Minderheit. Nummer 2 habe ich mir ausgedacht. Eigentlich sind die nicht nummeriert. Okay, da ist unser Teil. Da ist ein Roboter. Hier ist ein Laser. Ich brauche so wieder einen Jammer. Ich nehme mal an, dass die Jammer nicht das einzige Spielelement hier bleiben werden, denn die sind doch recht straightforward. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Okay, also wenn ich die Wand hier jamme, dann sind dahinter Gegner. Bringt mir das nicht so besonders viel. Erstmal. Wenn ich hier durch möchte, muss ich das Ding auf jeden Fall jammen. Und dann kann ich doch an dem hier, kann ich da vorbei? Ah, nee. Achso, ah. Die Wand aufmachen bringt mir doch was. Weil dann der Kerl nach draußen kommt. Okay. Ja, Spiel, das ist doch ein Klassiker. Als ob ich das Rätsel nicht schon tausendmal gesehen hätte. Wohlgetan, mein Kind. Es fehlt dir nur ein weiteres Siegel. Das behauptet er so, aber ich will doch noch mehr. Ausgetretene Pfade beschreiten. Holasch. Okay, ich sehe noch keinen Jammer. Ich nehme an, dass ich dem hier folgen kann. Und das ist ein Jammer. Das ist so ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, schnell zu sprinten, macht es einem leichter, an Dingen vorbeizukommen, aber letztendlich stimmt es wahrscheinlich nicht. Okay. Oh, shit. Okay, gib mir eine Sekunde. Ich weiß schon, wie es geht. Also, wir wollen diesen Ball hier, wollen wir da drin fangen. Und dann können wir die Wand hier stören und uns das Puzzleteil holen. Gibt's hier eigentlich eine... Mein Tempel steht dir nun offen, mein Kind. Großartig. Komm zu mir. Das war ja einfach. Dann haben wir das Spiel ja schon durch im Prinzip. Ist der Rückweg auch Teil des Puzzles? Oder kann ich mich irgendwie schneller raus teleportieren? Mein Tempel steht mir nun offen. Aber was, wenn ich noch gar nicht will? Hier drüben gibt es auch noch Zeug. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Ah, dieses. Das ist. So, jetzt, ich gehe noch nicht zu dem Kerl. Ich gucke mich erstmal noch hier um. Also, hier ist noch ein Puzzle. Nur wir zwei. Mein Kind, du musst nicht alle Siegel auf einmal sammeln. Du kannst so oft an diesen Ort zurückkehren, wie du es wünschst. Er will mir sagen, ich bin zu gut. Aber das ist. Boah, das ist irgendwie so ein bisschen frustrierend, dass ich jetzt hier. Dass er mir jetzt sagt, hier, ich soll zu seinem Tempel kommen und nicht weiter puzzeln. Ich puzzle doch gerne. Ach nee, guck mal, da ist noch ein Jammer. Habe ich nicht gesagt, diese Methode wird noch irgendwann nützlich werden? Ups. Komm schon, positive reinforcement. Sag mir, dass ich es gut gemacht habe. Jetzt sagt er mir gar nichts mehr. Kein Lob. Kein Lob von Papa. Na gut. Dann halt nicht. Ah, cool, das ist danach ausgekreuzt. Das ist schön. Dann weiß man immer, was man noch zu tun hat.
Das heißt, hier ist jetzt... Ja, super. Das heißt, wir hatten doch noch ein schweres hier. Ja, nehmen wir uns noch das Schwere vor. Ein Guckloch. Ah ja, okay. Hier können wir durchschauen und irgendwas jammen. Wir können aber nicht durchgehen. So jammen wir halt mal... den da. Ich meine... Ich weiß noch nicht, was ich jammen will, weil ich mir den inneren Teil noch nicht so genau angeschaut habe. Das Ding ist gejammt. Wenn ich das jetzt aufhebe, komme ich... Ah, okay. Also... müssen wir zuerst mal den Jammer dort befreien. Alles klar. Das wäre erledigt. Und dann müssen wir... uns hier hinten durchmogeln. Gucken wir uns mal hier um. Hier gibt es nichts mehr. Hast du es schon? Oh, das war ja jetzt auch nicht schwieriger als die anderen. Du bist äußerst fleißig. Vielleicht wird dir diese Eigenschaft in der Zukunft von Nutzen sein. Ah, doch Lob von Papa. Sehr schön. So gefällt mir das. Gut, dann gehen wir mal hier durch. Achso, muss ich jetzt das, okay. Ja, ist ja kein Problem, kann ich. Nee, im Ernst. Das kann man auf verschiedene Wege zusammenbauen, oder? Kann man das? Geht das auch? Oder gibt es tatsächlich nur einen Weg? Ja, es gibt nur einen Weg. Okay, es gibt nur einen Weg. Tetris. Ah ja, und das ist eins der Terminals, das habe ich schon gesehen gehabt in den Infos, die ich mir angeschaut habe, bevor ich mir das Spiel gekauft habe. Ist es abgestürzt? Habe ich es kaputt gemacht? Ah nein. Bibliothekssitzung lädt. Lokaler Datenträger eingebunden. Netzwerk nicht verfügbar. Das haben sie jetzt alles übersetzt. Bibliotheksarchivierungssitzung bereit. Hi, Astafa, dir. Was soll das? Hello World. Astafa. Das war aber nicht das, was ich wollte. Unbekannter Befehl. Help. Ich meine, dir ist offensichtlich List Directory. Was soll das? Oh. Hi. Ist das kein Chatroom hier? Hello World. Help. Da haben wir doch was Neues gelernt, tatsächlich. Ach, Dir hätte es auch nicht gegeben. Okay. List. Ja, wir sind hier nicht unter Windows, wir sind hier unter Unix. LS eigentlich eher. List open run MLA. Lädt den Milton Library Assistant. Okay. Immerhin, ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier selber tippen muss, aber ich habe hier nur so ein Multiple-Choice-Ding. Das ist okay. Willkommen, EML. Was ist denn EML und was ist Text? Ich meine, Text ist klar, aber es ist EML. Vielleicht ein Video. Ja, dann willkommen. Ah, E-Mail. Okay, ja, klar. Da hätte man drauf kommen können. Nadja Sarabai, Institut für angewandte Endprozent. Ist das jetzt abgeschnitten oder soll das so? Da bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Willkommen im Team. Hallo nochmal. Tut mir leid, wenn ich bei der Besprechung ein bisschen komisch war. Ich weiß, du warst nervös, aber die Wahrheit ist, das war ich auch. Oh, Rechtschreibfehler. Oh, das war ich auch. Es mag jetzt etwas schwierig zu glauben sein, aber du schüchterst mich ein wenig ein. Du bist so jung und hast bereits so viel erreicht. Wenn die Situation nicht so düster wäre, würde ich wahrscheinlich eifersüchtig sein. Es gibt auch etwas, das ich klären wollte. Ich weiß, dass ich nominell gesehen Projektleiterin bin. Das ist ja dein Projekt und jeder wird das respektieren. Und ja, ich weiß, dass du nicht gewohnt bist, so zu arbeiten. Aber von heute an tanzen wir alle nach deiner Pfeife. Kein Stress. Packen wir es an, Nadja. Okay. Also, naja, war jetzt nicht so geil. Der erste Rechtschreibfehler direkt in der ersten E-Mail. Finde es heraus. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt alle vorlesen soll. Ihr könnt es ja selber lesen. Die Welt hat keine Gebrauchsanweisung. Du musst alles selber herausfinden. Ja, natürlich. Das ist üblich. Bisschen kombinieren, bla bla. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Wahrheit gibt. Okay.
Wir leben in einer erstaunlichen Welt und die Suche nach der Wahrheit kann ein echtes Abenteuer sein. Ist außerdem gut fürs Gehirn. Klar, logisch. Papa! Oh, das war Papa, aber Papa ist doch unser Gott hier. Athene 6. Kapitel 6. Athene im Garten der Hesperiden. Hey, das ist, ist das die Odyssee? Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Nein, ich glaube nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel relevant diese Dinger sind, auch für das Spiel. Ich bin nicht immer großer Fan von solche Texte hier, die offensichtlich irgendwo zitiert sind, wahrscheinlich irgendwo zitiert sind oder vielleicht auch leicht angepasst sind, komplett zu lesen. Aber wenn es denn für die Hintergrundgeschichte wichtig ist... Ja, das Ding ist irgendwie ein bisschen kaputt. Run MLA. Hallo, gibt es etwas, bei dem Sie Hilfe benötigen? Aste Faster. Hey, diesmal hat er nicht so einen langen String geschrieben. Können Sie mir helfen? Verstehen Sie, was ich sage? Was war das erste Wort des letzten Satzes, den Sie geschrieben haben? Typischer Test für Computer und Chatbots, um zu sehen, was die wirklich verstehen, was sie sagen. Ja, das war klar. Sind Sie in der Lage, beleidigt zu werden, Sie sinnloser Apparat? Schreiben Sie Ihre Aufgaben. Sie können mich nicht beleidigen. Ha. Walton, Milton Bibliotheksassistent. Aha. Mhm. Bla bla. Was sind diese Terminals? Terminals ermöglichen den Zugriff auf das Bibliotheksressourcenarchiv. Natürlich. Was ist der aktuelle Status des Archivs? Aha. 5,421 Petabyte? Oder ist das hier... Ja, mal so würde ich jetzt so verstehen. Das gesamte Internet im Jahre 2003. Ja, alles klar. Und es sind außerdem... Achso. Die meisten sind beschädigt oder ungültig. Na gut. Was hat die Daten beschädigt? Ach, schlecht archiviert einfach. Schlecht archiviert. Wie alt sind die Dinger? 1. Juli 1995 bis 27. Juni 2035. Klar. Das ist unser aktuelles Jahr, oder? Wie lange läuft das System? Wurde vor 9.999 Jahren aktiviert, ganz klar. Ich meine natürlich 99.995. Vergessen wir mal die Bibliothek. Können Sie auch Auskünfte über die Außenwelt geben? Nein. Okay, ich frage trotzdem nach. Wer ist Elohim? Das Substantiv für Gott oder Götter im alten, modernen Hebräisch. Ich wusste es. Ich wusste es. Was bin ich? Sie sind mit einem Gastkonto eingeloggt. Klar. Okay. Wo bin ich? In einer Support-Sitzung mit dem MLA-Text-Interface. Großartig. Großartig. Exit. Ich gehe. Ich hab genug. Achso, jetzt haben wir ein Tagebuch. Mhm. Ah, da kann ich die ganzen Dinge nochmal nachlesen, die ich brauche. Okay, das ist immerhin schon mal hilfreich. Das heißt, wenn ich irgendwas zu schnell lese und überlese, kann ich später nochmal reinschauen. Ist ja ein wunderschöner, moderner Monitor. Wir müssen uns wirklich im Jahre 2035 befinden. Okay, ich glaube, bevor ich jetzt hier weitergehe, mache ich erstmal Folgenschnitt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das jetzt gerade war. Ich habe jedes Zeitgefühl verloren, aber ich mache trotzdem mal einen und wir sehen uns gleich wieder. Also in der nächsten Folge dann für euch übermorgen. Bis dann. Tschüss.